So, willkommen zurück, liebe Freunde, zur nächsten Folge Minecraft TFC. Ja, es regnet immer noch wie aus Eimern, deswegen können wir im Moment das Lagerfeuer nicht wirklich gebrauchen. Und solange wir da auf das Lagerfeuer warten, wir könnten entweder jetzt den Boden ziehen oder uns um das Dach kümmern, wobei ich das Dach jetzt nicht aus demselben Holz machen wollen würde, sondern dann, ich weiß nicht, aus dem Sycamore oder so. Sycamore müssten diese bunt gefärbten da vorne sein. Ja. Ich würde sagen, wir ziehen hier erstmal den Boden. Den können wir ja im Notfall noch aus dem Holz hier machen. Gucken, wie das aussieht. Wir machen das einfach mal hier in der Ecke erstmal. So. Ja, ein bisschen was von dem Holz haben wir ja noch. Und so schlecht sieht es ja eigentlich auch gar nicht aus. So, dann nehmen wir es hier mal auseinander. Auch das ist jetzt wieder eine total spannende Angelegenheit. Aber wat mut, dat mut. Und ums Dekorieren können wir uns im Nachhinein dann immer noch kümmern. Das Haus wird, denke ich mal, dann eh noch wachsen und erweitert werden. So, dann machen wir das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Weiß ich nur nicht, was passiert, wenn wir da unter dem Lagerfeuer die Erde wegrammen. Wir nehmen die hier mal eben kurz weg. Und setzen die direkt wieder drauf. Sehr schön. Unter dem Bett weggraben können wir, glaube ich. Ja, freischwebende Betten. Ja, ich werde jetzt hier auch noch nicht anfangen, eine Unterteilung der Räume zu machen. Dafür haben wir einfach noch nicht genug. So, ja, der Regen könnte jetzt auch mal aufhören, damit wir das. Danke. Ups. Hat keiner gesehen. So. Dann werden wir jetzt nämlich mal eben Folgendes machen. Erstmal machen wir das Feuer wieder an. Ein bisschen Holz ist ja noch drin. Gut, da brutzelt noch ein Schnitzel vor sich hin. Dann können wir währenddessen. So, das sind nämlich diese Terrakotta-Formen, die ich angesprochen hatte. Noch einen. Da können wir noch eine extra machen. 3, 4, 5. So. Und im Prinzip heißt es jetzt Formen backen. Apropos Formen backen. Können wir mal eben einen Schluck trinken. Was hat denn das mit Formen backen zu tun? Gar nichts. Klang jetzt aber gut. Und dann schauen wir mal. Ein, zwei extra haben wir noch. Dann schauen wir mal, dass wir uns ein bisschen was von dem anderen Holz holen. Was hatten wir jetzt gesagt? Ja, ein weißes Dach fände ich jetzt nicht so prickelnd. Gucken mal, dass wir uns von denen hier welche holen. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht vertan habe, dass das wirklich die Sycamores sind. Man kann die Bäume so unheimlich schwer auseinanderhalten. So. Und es ist Sycamore, wunderbar. Da haben wir ja auch da vorne schon ein paar von angepflanzt. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so wild, dass wir hier nicht an die Setzlinge rankommen. Irgendwann können wir dann mal hingehen. Dann werde ich offscreen wirklich hingehen und an einer anderen Stelle Setzlinge farmen, Holz farmen. Und den Wald da dann auch wieder ein bisschen aufforsten. Einfach um über kurz oder lang hier einen gewissen Vorrat an Holz und auch an Holzkohle ranzuschaffen. So, das haben wir. Aber ein bisschen was mehr brauchen wir schon. Den hier nutzen wir mal direkt. Ups. Und nehmen den auseinander. Der hat halt Axt verschwendet, weil ich zugeschlagen habe. Naja, egal. Dann finden wir hier vielleicht nochmal ein paar Setzlinge. Können aber währenddessen auch nochmal eben. Das wird jetzt eine elende Hin- und Herlauferei. Denn
Dann können wir die hier mal eben auffüllen. Haben wir irgendwo noch unnützes Holz? Kann man die eigentlich reinfeuern? Nee. Na gut. Müssen wir im Notfall gleich ein bisschen was von dem Sycamore opfern. Aber das ist nicht ganz so wild. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange so eine Form durchschnittlich zum Braten braucht. Oh, ich habe schon wieder vergessen, die Stoppuhr mitlaufen zu lassen. Egal. Wir machen das einfach improvisiert, dann sind es halt vielleicht auch mal irgendwie 12 oder 13 Minuten. Dann haben wir, glaube ich, so oder so schon eine von 18 oder 19 dabei. So, jetzt gehen wir nochmal eben zurück. Ah, komm, hier füllen wir nochmal eben auf. Dann warten wir eben, bis die fertig ist. Hauen die nächste rein. So, dann müssen wir uns gleich mal so ein Schafsschnitzel essen. So ein Lammkotelett. Lalalala. Ja, wie im normalen Minecraft wird das hier eine unserer Hauptbeschäftigungen werden: Bäume fällen. So, da haben wir einen schönen großen. Ja, einer dieser gigantischen Mammutbäume, die wir auch aus Minecraft kennen, wo es da allerdings deutlich schwieriger ist, die abzubauen, weil man sich hocharbeiten muss, um da wirklich auch die letzten Holzstücke aus dem Baum rauszuprügeln. So, bis wohin geht denn der Baum? Ah, das sind zwei davon. Na, herrlich. Dann klopfen wir hier einfach mal ein paar Blätter. Stöcke und Setzlinge kann man nie genug haben. Und hey, weil wir es heute noch nicht gemacht haben, dann gehen wir mal zurück und legen eine Form nach. So, ein paar haben wir jetzt schon. Das heißt, wir können im Prinzip dann auch bald anfangen, die Erze in den Ofen zu schmeißen. Nein, das funktioniert hier nicht über den normalen Ofen, wie man ihn auch aus Minecraft kennt. Hier gibt es ja die Forge. Die Forge müsste auch übersetzt die Schmelze sein. Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Bin da nicht so bewandert im Englischen. Ich würde wohl mit meinem Englisch weitestgehend überleben. Aber ja, ich sag mal so, man sollte mich vielleicht nicht unbedingt zum Gespräch mit der Queen einladen. Das wäre ein super GAU. Es sei denn, wir reden über DPS und solche Dinge. Dann lollen wir uns gegenseitig an und dann passt das. Gehört, die Queen ist da auch sehr für zu haben, zu lollen und zu roffeln. Die lollt ja schon genug wegen ihrem komischen Sohn. Segelohrigen Möchtegern-König. Nein, ich habe nichts gegen Leute mit Segelohren. Nur Prinz Charles ist ja echt so eine Hausnummer. Weiß nicht, rechnet er eigentlich damit, dass er irgendwann den Thron nochmal zu sehen bekommt, beziehungsweise drauf sitzen darf? Eher nicht, oder? Die alte Dame ist denn doch ein bisschen rüstig. Ich glaube nicht, dass die ihm so schnell das Feld überlassen wird. Oh shit. Da haben wir gepennt. Jetzt müssen wir hier nochmal den einzelnen Block hauen. Der mal wieder nichts ausgespuckt hat. Auch hier, ne, wir gehen jetzt mal eben zurück, hauen eine Form in den Ofen, hauen uns das Schnitzel zwischen die Zähne. Das rein, das raus. Lalalala. Können wir jetzt noch mal ein bisschen Blätter farmen? Beziehungsweise haben wir schon ein paar Setzlinge? Drei. Naja, gut. Könnte schlimmer sein. Es hätte gar nichts bei rumkommen können. Aber ein paar mehr wären auch nicht verkehrt. Ach, da oben ist noch einer. Ah, dann die vier. Das ist ja schön. Außerdem haben wir dann gleich schon mal so einen gewissen Vorrat an Stöcken, die, so hoffe ich zumindest, auch in die Kiste passen. So. Damit
sollte dem jetzt auch Genüge getan sein. Ein paar Setzlinge haben wir. Ich habe ja gerade schon im Augenwinkel wieder ein, zwei Fallen sehen. Einer liegt noch da oben drauf. Na gut, dann ruppen wir den Guten aus dem Boden. Und dann würde ich sagen, wir pflanzen an derselben Stelle direkt neue. Oh, 8 Setzlinge, das ist doch. Das ist okay, da kann man mit leben. Okay, das hat nicht gereicht. Brauchen noch mal eben eine Axt. Da, 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 da. Und dann gib ihm. Dann pflanzen wir jetzt gleich die Setzlinge. Und dann können wir im Prinzip auch schon die Forge bauen. Weiß jetzt, muss jetzt gerade mal überlegen, wie ging die denn nochmal? Ich glaube, man brauchte nur. Entschuldigung. Man brauchte nur irgendwie da so einen Steinklotz mit einem Kaminschacht bauen. Der, weiß ich nicht, 4, 5 Felder groß war. Wie kriegte man das denn nochmal? Ja, ich überlege gerade, ob wir es hier direkt in die Butze bauen. Dann müsste man hier quasi auch einen Kaminschacht lassen. Puh. Das ist interessant. Ich glaube, wir versuchen das mal. Umsetzen können wir die dann immer noch. Wie war das so? Genau, und dann brauchte ich Stein. Einen für die Mitte. Und 8 für den oberen Ring. Da müsste gleich auch eigentlich unser Kohlebecken, hätte ich beinahe gesagt, fertig sein. Da müssen wir hier nur drauf achten. Das Ding braucht, glaube ich, definitiv einen Kaminschacht. So, da nochmal eine rein. Wir brauchen nochmal eben einen anderen Baum, da ich den Sycamore jetzt nicht verbraten will. Nehmen wir den guten hier. Vergessen, wie der Baum heißt, aber den können wir dann als Brennholz benutzen. Zumindest für den Anfang. So, das haben wir. Da haben wir auch wieder einen Setzling, sodass der Baum uns nicht verloren geht. Das ist sehr schön. So, komm mal her, du rumlungerndes Brennholz. Ich habe die ganze Zeit vergessen, dass wir uns so ein Schnitzel essen wollten, ne? Dann ab nach Hause. Kann mal einer die Tür zumachen, danke. Das da rein. Und dann pfeifen wir uns jetzt einfach mal hier so ein Stück Schaf rein. Vergessen, was zu trinken, und dann sind wir auch quasi schon fit. So. Alles klar, dann mal gucken. So, da kann noch mal einer rein. Wir brauchen ein, zwei Schaufeln noch. So, die Sequoias können erstmal da rein. Wir haben ja gut, wir müssten den Boden noch fertig machen. Können wir nicht mal eben machen, da haben wir noch ein paar Kisten. So. Okay, dann müssen wir mal schauen. Was wollte ich denn jetzt? Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Habe ich vergessen. Was wollte ich denn machen? Wir brauchen auf jeden Fall noch Zuckerrohr und Tinte. Ach genau, ich wollte uns eine, noch mal ein, zwei Schaufeln machen. Denn die brauchen wir gleich auf jeden Fall für das Holzkohle-Ding.
So, das. Und dann das. Alles klar, das sollte erstmal ausreichen. Wir machen hier unten mal eben Platz, dann können die Schaufeln da direkt rein. Gut. Die können wir rausnehmen. Wie weit bist du? Very hot. Dann ist die eigentlich fast so weit. Trinken wir nochmal einen Schluck Kaffee und dann sollte die auch gleich gar sein. Wie viel Erz haben wir jetzt eigentlich? 16. Sollte auf jeden Fall reichen. Dann gucken wir mal. Jawohl, das sieht doch gut aus. Ja, und wie ihr seht, das schöne Holz, was wir hier gelagert haben, hat sich verflüchtigt. So, da müssen wir mal gucken. Jetzt kommen wir hier gerade nicht weiter. So, da bin ich wieder. Ja, das Geheimnis war der Erdblock, der unter uns saß, der eigentlich gar keine Kohle da unten enthalten dürfte. Wir hatten hier die zwei Reihen. Naja, egal. So, jetzt können wir hier die Kohle auch ein bisschen schneller abbauen. Muss mal gucken, dieses Gerappel von gerade schneide ich eventuell raus. Weil das kann man echt keinem antun. Mann. Also diese Aufnahme steht echt unter keinem guten Stern, sag ich mal. Erst geht der Telefon. Dann geht die Klingel. Dann fangen wir an, hier rumzuzappeln. Naja. So, machen wir das noch eben. Und dann können wir im Prinzip gleich auch schon die Forge anschmeißen, was ich sehr schön finde. So. Da müssen wir gleich hier nur eben das Loch da unten in der Mitte wieder auffüllen. Können da schon mal wieder ein neues Lagerfeuer setzen. Denn wir werden definitiv nochmal eine Ladung Holzkohle erstellen. Einfach um da einen kleinen Vorrat zu bekommen. Hoffe, dass ich das gleich mit der Forge noch hinbekomme. Ich meine, es waren 9 Stück Kohle. Und dann einfach anzünden, wobei ich mich da jetzt auch täuschen kann. So, das da wieder rein. Was brauchen wir denn? Die brauchen wir und das Feuerzeug. Gut, ich meinte, wir brauchen natürlich ein neues Feuerzeug. 3 Stück. Och, fahr doch zur Hölle, ehrlich. Ja, geht doch. So, jetzt kramen wir uns hier wieder raus. Und dann gucken wir mal, dass wir die Forge anzünden. So, ich hoffe, du hast hier noch genug Hitze. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, wunderbar. So sieht die Forge aus. Hier haben wir jetzt den Vorteil, wir können 5 Dinge reinpacken und bis zu 5 Kohle. Also machen wir das doch direkt mal. Packen aber nur 3 Kohle rein, das sollte eigentlich reichen. Cholera. Dann können wir den Baumbestand mal eben aufforsten. Ja, das wird jetzt wieder so eine Folge mit ein bisschen Überlänge, befürchte ich. Was heißt befürchte ich? Ich habe da ja generell kein Problem mit. Ihr seht übrigens, dass das hier eine ganze Weile dauert, bis so Bäume nachwachsen. Deswegen eigentlich immer so schnell wie möglich wieder anpflanzen. So, da noch einen. Jetzt können wir mal eben gucken. Wir hatten doch da vorne einen See. Gab es da zufällig Tintenfische? Denn wir brauchen Zuckerrohr und Tintenfische. Um nämlich Werkzeuge zu schmieden, brauchen wir ja quasi das, was ich gerade mit der Axt und der Schaufel mit dem Stein gemacht habe, diese Form, das müssen wir auf Papier bannen. Und dazu ist es unerlässlich, dass wir Tinte haben. Und Tinte bekommen wir natürlich von Tintenfischen. Hier will die Map gerade nicht so wirklich nachladen. Und da haben wir Tintenfische. Wunderbar.
Da kommt mal her, ihr seid eh zu nichts zu gebrauchen. So. Sorgen wir uns mal direkt genug, ehe ich jetzt hier einen töte und dann ja, wieder zurück und hin und her. Weiß nicht, ob das jetzt. Ah, okay. Hat doch gefruchtet. So. Aber da war dann noch einer. Einer ist uns doch jetzt abhanden gekommen, oder bin ich doof? Kühe, Kühe, Tintenfisch. Ach, und da haben wir noch ein paar Tintensäcke. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kamen mir die vier da unten noch ein bisschen wenig vor. Man darf das jetzt nicht unterschätzen. Aus jedem dieser Tintensäcke können wir, ich glaube, 16 Tinte sind es, die daraus werden. Das geht also, da ist einiges. Ich überlege gerade nur, war das Papier hier immer noch aus Zuckerrohr oder gab es. Da ist auch Leben. Ja, und wir sind bis zum Arsch der Welt gelaufen, liebe Leute. Wir verschwenden gerade übrigens die Kohle in der Forge. Fällt mir gerade mal so ein. Denn im Moment wird nichts nachgelegt und die Gussformen sind mit Sicherheit schon fertig. So, das nehmen wir jetzt mal kurz mit. Das würde ich gerne woanders dann nochmal neu anpflanzen. Zwischendurch auch nochmal hier so ein paar Steine, in der Hoffnung, dass nochmal so ein bisschen Erz dabei rumkommt. Na komm schon. Na, es geht doch voran. Wir haben schon mal die Forge, wir haben ein bisschen Erz. Unser Haus ist, naja, mit Ausnahme des Daches auch fertig. So, dann brauchen wir auf jeden Fall relativ früh eine Metallaxt. Einfach aus dem Grund, weil ich mal ausprobieren möchte, wenn ich mit so einer Metallaxt hier auf die großen Bäume zimmer, wie das läuft. So, jetzt gehen wir nochmal eben zurück. Jetzt keine Lust hier, so viel Stein zu farmen. Können wir ein bisschen Stein, glaube ich, auch wegschmeißen, ne? Oh, wobei, so viel haben wir gar nicht mehr. So, trautes Heim, Glück allein, ich komme. Wo wohnten wir nochmal? Da sind die Kürbisse, also wohnen wir so in etwa da. Dann gucken wir mal, ob wir das. Ja, im Prinzip können wir das Zuckerrohr jetzt nur da direkt an unsere Fußwanne stellen. Denn mehr Wasser haben wir hier nicht. Mehr Wasser, verstehst du? Verstehst du? Mehr Wasser. Oh, ja. Ich sag doch. Eins, zwei, drei, naja, immerhin. So, dann können wir jetzt nochmal eine Runde ratzen. Ja, und das ist das, was ich meinte. So, ja, die äußeren Slots brauchen halt am längsten, wenn hier unten nur Kohle liegt, weil die Hitze quasi nach außen hin aufsteigt. Aber das ist auch jetzt nicht unbedingt die Schwierigkeit. Wir nehmen die nochmal kurz raus. Brauchen wir das Lagerfeuer jetzt überhaupt im Moment? So generell vielleicht, eventuell? Nicht wirklich. Im Prinzip können wir mit der Forge arbeiten, die nicht so aussieht, als wenn sie an wäre, muss ich gestehen. Wir haben schon wieder kein Feuerzeug mehr, ne? Können wir die nochmal anzünden? Nö, die ist an. Okay. Jetzt wollte ich mal eben gucken. Wie war das so? Ja, wunderbar. So, damit haben wir schon mal ein bisschen Papier. Bräuchten auch mal ein totes Huhn. Denn wir brauchen für den Schreibtisch quasi eine Feder. Aber darum kümmern wir uns bei nächster Gelegenheit. Ich sag mal schönen Dank fürs Wieder reinschauen und bis zum nächsten Mal.